Gerade eben haben wir auf der Avid Connect von unserem CEO Luis Hernandez gehört über die Partnerschaft mit Microsoft. Hintergrund dafür ist, dass Avid im vergangenen Jahr relativ viel Energie reingesteckt hat, die Produktionslösungen inklusive Media Composer und Pro Tools in die Cloud zu bringen, also voll als virtuelle Lösung bereitzustellen. Für den Kunden heißt es, sie kann einerseits entweder eine komplette Produktionsumgebung inklusive MAM und in Zukunft auch inklusive der Grafiklösungen, die ja anspruchsvoll sind, was GPU-Power betrifft, und den Media Composer in der Cloud komplett zu betreiben oder aber auch auf einem privaten Datencenter oder auch teils virtualisiert oder jede Form von hybrider Lösung, wo ich einen Teil in der Cloud betreibe, öffentlich oder privat, und einen Teil auf dem Campus sozusagen. Das, denke ich, ist das bestimmende Thema auf der NAB dieses Jahr, auch für Avid, dieser Umstieg in Richtung Cloud. Hat natürlich die Weiterentwicklung der Media Central Plattform als Hintergrund, die natürlich Jahr für Jahr weiterentwickelt wurde. Wir haben hier auf der Avid Connect auch nochmal ein komplett überarbeitetes Interface gesehen. Das heißt, die nächste Generation der Media Central Plattform, das nennt sich dann Media Central Cloud UX, ist aber letztendlich einfach das Frontend, nächste Generation Media Central Plattform, hat ein App-basiertes Interface, komplett HTML5 basiert und erlaubt damit eigentlich das, was von Anfang an das Ziel der Plattform war, nämlich von einem User-Interface, je nachdem, was meine Aufgabe als Anwender ist, das Gros der Aufgaben erledigen zu können. Was da neu jetzt mit auf der NABA gezeigt wird, auf dem Stand, ist die Grafikintegration, also eine Grafikspur, die es mir ermöglicht, einen Overlay-Track auf einem News-Edit zu sehen, entsprechendes Playout über die Maestro Media Engine, also die Integration der ORAD-Produktfamilie auf die Media Central-Plattform. Und als einen der vielen Alliance-Partner, was wir hier auch gehört haben, hat IVS eben auch ein Panel innerhalb dieser Media Central-Plattform, das man speziell für Sportproduktionen erlaubt, auch direkt auf die Logs zuzugreifen, also auf die Metadaten, die auf einem IVS entstehen, aber auch auf die Medien, die von der XT weggeschrieben werden. Was noch wichtig ist oder was noch zu erwähnen ist, auch im Rahmen der Media Central-Plattform, die Composer-Kunden kennen das schon, PhraseFind und ScriptSync. Diese Technologie werden wir auch auf der Media Central-Plattform verwenden und das hilft uns dort natürlich extrem bei diesen ganzen sowohl Production Asset Management als auch Media Asset Management Systemen, um das für einen Anwender oder für einen Journalisten, der davor sitzt, einfach eine weitere Möglichkeit, einfach Material zu finden und nach bestimmten Begriffen zu suchen. Eine weitere Geschichte, wir haben es vor 2 Jahren schon angekündigt, jetzt haben wir den Media Composer First, kostenlose Applikation zum Downloaden, die es mir eben erlaubt, mit dem Media Composer einen Einstieg zu finden, einen einfachen Einstieg zu finden. Das Interface ist ein bisschen überarbeitet worden, auch hier Vereinfachung, Verschlankung, sodass ich mich sozusagen auch als nicht ausgebildeter Editor schnell mit der Applikation zurechtfinde. Für den Media Composer Editor selbst haben wir, und das ist jetzt das nächste große Thema, was ja auch in aller Munde ist, das 4K UHD Workflows. Dort gibt es für den Media Composer eine neue I/O-Box, die DNX HQ, die mir eben auch Video-over-IP-Interfaces bietet. Zu diesem Thema gehört auch die Vorstellung unserer neuen Ingest-Server-Generation, die basiert auf Playmaker, heißt Playmaker IP und bietet auch dort Video-over-IP-Schnittstellen neben SDI-Schnittstellen, sodass auch der Kunde hier bei diesem Umstieg vom SDI auf den Video-over-IP-Weg die Möglichkeit hat, das sozusagen in seinem Tempo zu tun. Auf der Tonseite haben wir natürlich auch Neuerungen. Die neue Pro Tools Version unterstützt jetzt die volle Atmos-Mischung. Dort haben wir eine Partnerschaft mit der Firma Dolby. VR und AR, also Virtual Reality, Augmented Reality, ist ja auch ein Thema. Auch dort beschäftigen wir uns sowohl auf der Editing-Seite als auch eben der Audio-Editing-Seite. Und da haben wir mit G-Audio einen Partner, der ein Plugin liefert, der mir sozusagen das Mischen für virtuelle Räume schafft, gestattet.